So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Wir sind heute dabei, wieder ein bisschen Geld zu nehmen. Heute steht uns die Route 5 bevor. Die werden wir fahren. Ich fahre selber. Eine Pause. Super. So. Der soll jetzt eigentlich den. Heute fahren wir nach einem Bus. Heute fahren wir mal den Lion hin. Warte mal, ich muss den Fahrgast wieder. Sind ja gar nicht so viele Leute dabei, ne? Ach, so laut war das gar nicht. Du bist der bist die Dings. Wie gesagt, ich habe ja jeden meiner Busse jetzt mit Werbung zugeballert. Und nochmal, ich fahre heute tatsächlich wieder ein paar Routen ab. Eine Route habe ich bewusst gestellt, um Geld zu generieren. Die Route 3 haben wir jetzt auf 100%. Das heißt, die wird quasi auch vom NPC so hochgefahren. Und wir werden fahren die auf bewusst auf 100%, weil die dann vom NPC auch genauso gefahren sind und damit quasi die vollständige Summe generieren. Ich habe zwar eine Route dabei, die heißt einmal alles bitte. Das ist, wie gesagt, eigentlich wirklich Programm. Ihr habt es in der vorletzten Folge gesehen. Die habe ich erstellt, um die habe ich eigentlich, um Geld zu machen. Ich möchte nicht ganz viele. Wir können jetzt den nächsten Bus kaufen. Eigentlich könnten wir tatsächlich können wir heute einen Bus kaufen. Wir haben jetzt 400.000 auf dem Konto. Wir verdienen jetzt pro Zahltag 60.000. Wir brauchen 5-6 Zahltage, um die Busse zu kaufen. Sechstens. Ja, von Hallo Katja. Gehen wir weiter da. Ja, genau das meine ich. Wobei, das geht auf mich, weil der war schon da. Ich will die Kurve einfach ein bisschen dahin. Weil ich komplett nur aus dem Rhythmus gebracht werde, weil. Wenn du einmal am Abbiegen im Vorgang bist, ich bin so jemand, ich fahre das gerne ein bisschen flüssiger. Quasi in einem Rutsch rein. Wenn da einer steht oder ein Fußgänger drüber geht, dann bin ich einmal komplett aus meinem Rhythmus raus. Und das hasse ich wie die Pest. So. Das ist zum Beispiel auch bei mir, wenn ich privat unterwegs bin, also beruflich unterwegs bin, ich bin beruflich Busfahrer, da ist das tatsächlich so. Ich mache sowas gerne eher in einer flüssigen Bewegung. So, also heute, wie gesagt, fahren wir ein bisschen Bus, einfach mal noch ein bisschen die Route 5, die werden wir im Ping-Pong-Modus fahren, einmal hin und her quasi, mehr oder weniger, um halt auch da wieder ein bisschen auf 100% zu fahren, um Geld zu generieren. Pro Zahltag, wie gesagt, 60.000, 6 Zahltage brauchen wir, um einen Bus zu kaufen. Wir haben jetzt einen wieder voll, wir hatten jetzt theoretisch 8, wir brauchen ca. 3 Millionen, wir brauchen 15 insgesamt, ergo brauchen wir noch über 2,1 Millionen zusätzlich. Wenn wir so 2,5 haben, kaufen wir die Busse und dann haben wir es geschafft. Dann können wir dann die nächste Mission angehen. Der hat mich übrigens erschrocken, den habe ich mich nicht gesehen. Das mag ich! Genau das gleiche habe ich auch gemacht. Ich bin drüber gefahren und trotzdem habe ich den Feuer durch den Typen. Boah, der hat mich übrigens erschrocken gerade, der Fußgänger. Weil ich den Abo eigentlich so. Ja, ich hätte gucken sollen, muss ich sagen. Aber wir wollten uns rumstellen, ne? Warte mal. Gameplay. Allgemeine Einstellung, persönliche Bremsen, Moment, wo ich denn die Strafen? Hier, ist irgendwas. Schnellreise mit Fahrzeug. Ne, warte mal, das ist was anderes. Ereignisse. Mittel. Brauchen wir nicht. Pulsoberfläche. Fahrende Lenkung, allgemeine Einstellung. Wo brauchen wir es denn? Barrierefreiheit, Einstellung brauchen wir nicht. Brauche ich nicht um. Künstliche Schafe, ich habe die. Du kannst tatsächlich keine. Kannst du keine Fußgänger? Ich nehme das mal aus hier, weil das nervt mich eigentlich wirklich mit den Fahrgastblockierten Tür. Schade, wir können es nicht umstellen. Aber ich habe jetzt mal diese scheiß
Fahrgast blockiert die Tür. Dings rausgenommen. So, Stadtteil haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir haben, brauchen ja noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun heute. Beziehungsweise alleine mit dieser Mission. Also ich finde die Mission genauso nervig wie zum Beispiel mit den Aufwerten. Bin gespannt, was als nächstes kommt. So, heiße Stelle Siegwalden. Lido. Ich mach mal kurz die linke Aussicht, das war wieder. Schön da anfahren. Und eine perfekte Haltungsposition generieren. Einfache Fahrt bitte. Ja. Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht zu. Ich hab die Scheiße ausgestellt. Lass mich in Ruhe. Dass die gerade nicht übernommen wird, die. Ich weiß, dass der Fahrgast die Tür kontrolliert. Ich muss kurz. Deswegen muss ich, weil ich immer wieder aufstehen muss. Geh mal weg. Ja. Moin, Zen. Ich brauche eure Fahrkarten. Na klar. Ja, das kann doch nicht sein, das war keiner. Mit Ansage. Mindestens einer ist immer dabei. So. Und weiter geht unsere kleine Reise durch Seaside Valley. Kommt da fahren wohin? Also jetzt so weite Urlaubsländer wie zum Beispiel Ägypten oder was auch immer. Das wird mit dem Bus ein bisschen schwierig werden. Aber ich meine, die meint glaube ich allgemein, dass in der Stadt lieber unterwegs ist, als dann irgendwo weit in den Urlaub zu fliegen. Also mir ist es persönlich egal. Ich fliege tatsächlich lieber, weil es für mich immer noch was Besonderes ist. Man fliegt ja nicht jeden Tag. Zumindest ich nicht. Oder normale Mensch auch nicht. Also die natürlich immer beruflich unterwegs sind, irgendwelche Versicherungsvertreter und was auch immer. Die machen das natürlich gerne. Die machen das, die fliegen hier fast jeden Tag. Oder welche Verkäufer. Aber normal ist es irgendwas Besonderes, muss ich sagen. So, habe ich euch gerade ausgebaut, denn? Nur hin, bitte. Wie gesagt, wir fahren die Routen jetzt nicht aus Notwendigkeit, sondern einfach nur, um Geld zu verdienen. Ach, da steht doch ein deutscher Fahrer. Ja, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Zumindest erst nicht gesehen. Flussformulare. Und dann haben wir es doch schon, ne? Schön. Schön durch die Schule gerast hier. Ich brauche einen Arschritt, ja, aber den kann ich dir sogar geben. Da brauchst du den Rudi nicht für. Rudi hieß er. Aber ich glaube, diesen Dialog, den kriegst du, glaube ich, nur von Männern. Ich glaube, von Frauen kriegst du den gar nicht. Wobei ich gefühlt die NPCs irgendwann nur noch dasselbe labern. Aber kennst du alle? Geht's ein, geht's alle.
So, weiter geht's mit der Flusspromenade und dann geht's zum Fischgrund. So, bloß ich meine rote Ampel brettern jetzt. Kannst ja mal versuchen. Jetzt. Aber ich glaube, die der Fischgrund, der dürfte die letzte Haltestelle sein. Dass die dann quasi auf Rücktour. Weil wir fahren jetzt Fischgrund, dann endet die offiziell die Route und dann geht's zurück zur Flusspromenade. So, die Haltestelle. So, wir nehmen sie raus. Sind wieder dabei mit. Oh ja, wir haben 3, 5. Und wir könnten tatsächlich sogar mehr Geld kriegen jetzt, oder? Wie kriegen wir denn jetzt insgesamt? Wir haben noch 65.000. Wir bleiben bei 60.000. 59.000 für vorne kriegen wir knapp. Oh, Zahltag. So. Das heißt, wir können in der nächsten Folge nochmal eine neue Route erstellen. Wenn wir wieder einen neuen Bus haben. Umso mehr Routen können wir erstellen, umso mehr Kohle kriegen wir rein. So, Fahrgast muss aussteigen, aber wir müssen jetzt tatsächlich. Ich lass mal raus. Wir müssen jetzt Zahltag generieren. Und zwar die zwischen den beiden Haltestellen. Die nächste da ist 100 Meter weg. Ach, das soll wieder ein Rutschfahrer. Der raus muss. Oder? Raus? Ja, doch. Oder? Muss er rein? Hey. Der raus. Okay. Der steckt raus. Moin. Die Wanderung nach Sonnstein ist so entspannt. Ich mag es, unterwegs die Tiere zu beobachten. So. Halt! Studententicket, einfach eine Fahrkarte. Ja, und das in meinem Bus. Warte mal. Da. So, Türchen zu, damit es weitergehen kann. Ab zurück. Zur Flusspromenade. So, jetzt gucken, dass da nicht einer rüber geht. Da ist aber jemand. Nee, die wollte ich rüber. Gut, dann weiter geht's. Da konnte ich jetzt drüber brezeln, weil ich habe die Strafe für die Schwellen rausgenommen. Normalerweise gibt es das immer wieder ein bisschen Strafe. Also ich hätte gerne die Fußgänger, das Thema Fußgängerstrafe rausgenommen. Oder ich hab's einfach nicht gefunden, das kann natürlich auch sein. Weil 20.000 ist natürlich viel Geld, das nehme ich, würde ich gerne behalten. Boah, die ist ja lange gelb. Ist aber arschlange gelb gewesen, die Ampel. Da hinten. Das war eigentlich einfach nur mal probiert. Und direkt mal Fahrgast erwischt. So, nächste Haltestelle ist die Flusspromenade. Die ist hier links. Schon krass. So, nächste Haltestelle ist hier vorne.
Perfektion. Ja, wir haben wieder eine perfekte Halteposition. Und wir kriegen wieder Geld. Na, ja, fast. Wie gesagt, jeder Zahltag bringt uns Geld. Vielleicht können wir bald... Ja, wir müssen halt mal Busse kaufen. Wir brauchen mehr Kohle, ne? Mehr Geld, dann baue ich wieder neue Routen. Ist das jetzt? Ja. Hier ist sie. Einen Augenblick. Ah, hier ist sie ja. Was? Das mal hast du Fahrgast. Moment. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Hier, Maunzi. Hier, bitte. Wo hab ich denn... Ah, so, du hier. Warst... Nee, was nicht. Der Schläfer. Schläfer ist ausgestiegen. Keiner? Okay, krass. Ja, nimm mal Fahrschein. Why not? Sonnstein nach Kerstenstadt gelaufen? Es dauert eine Weile, aber es macht so viel Spaß. Kommt noch an, wo man losläuft. Ne? Wie gesagt, es gibt ja zwei Haltestellen, die quasi gefühlt hintereinander sind. Weil wenn man Sonnstein einmal abfährt, wir haben es ja jetzt in den letzten Folgen perfektioniert, da haben wir ja zwei Haltestellen in Kerstadt mit, von Kerstadt mit drin, weil diese Westfield, oder Westfield, ja, genau, Westfield, die sind ja eigentlich offiziell gerade zu Kerstadt. Und wir haben halt wieder neue da. Nächstes Mal schlafen wir den nächsten Zahltag. Aber trotzdem wird's, zieht sich das. Das zieht sich richtig, diese Mission. CMG-Busse. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir sind. Wir müssen sie ja mit Werbung schön vollkleistern, damit sie halt Geld bringen. Ja, wie gesagt, jeder Werbedeal bringt Geld. Nochmal, wie gesagt, ich kann ohne Probleme über diese Schwellen drüber brettern. Das würde ich abraten, es so regelmäßig zu tun. So, sind wir wieder an der Schule, das war nämlich eben schon in der anderen Richtung unterwegs gewesen. Ne? Und dann sind wir schon in Siegwalden. Ne, ist noch die letzte Stelle, ne? Lido ist die alte Stelle, letzte. Gut, dann haben wir die Folge auch schon wieder durch. Und dann geht's auf die nächste Route. Und wir haben ein Zahltag etabliert. Ja, zweimal. Einmal alles bitte bringt uns tatsächlich 10.700, ne? Wir sind bei 59.500. Ups, Moment. So, ich kann einen Bus kaufen, kann wieder neue Route machen und wir kriegen wieder mehr Geld. Ja. Hi. Danke. Schön passend bezahlt. Ich liebe das. Nur bei Arkos stapeln sie die Burger so hoch. Oh ja, so ein Burger wäre jetzt geil. Das wäre schon richtig fett jetzt. Lido. Endhaltestelle. Dann haben wir's. Das war jetzt nicht der Plan an der Sache. Weil ich auf der Bremse war, war jetzt auf Weg zurück. So, wir haben schon fast wieder 14 Uhr. Da kommt schon wieder fast die nächste Folge FIFA auch raus. Also zumindest wenn die... Ich bin gerade am Aufnehmen. Da gucke ich kontinuierlich die Zeiten. So, letzte Haltestelle, Siegwalden, Lido. Ich habe
letztes Wochenende meine Ziege zu Basins Ziegen. So, und da haben wir schon wieder Zahltag, ne? Sehe ich das gerade richtig? Also, wir kriegen jetzt gerade einen Zahltag nach dem anderen. Ich bin, ich finde es gut, umso mehr Zahltag. Oh, guter Elf, die erste, eine rote Elf, halt null. Aber egal, wir kaufen jetzt eh einen neuen Bus. Dann kann man die nämlich darauf planen. So, das war mit dieser Route. Wir hüpfen mal ganz kurz zum Dealership, damit wir die eine Route. Dann kriegen wir nämlich, dann kriegen wir mehr Geld pro Route. Wir müssen nämlich wieder einen weiteren Bus kaufen. Da ist nämlich eine Route ohne Bus. Da. Ein Gelbus. Kraftstoff. 10G. Lenze die Stadtbus. Das ist der Langbus hier, die 360.000. Den werden wir jetzt natürlich. Oder sollen wir den mal kaufen? Wir nehmen den mal, komm. Nehmen wir heute den Light City Langbus. Für 360.000. Den kaufe ich jetzt. Und dann planen wir den auf die Route ein. Auf die eine Route 11. Das wird aufpassen, der ist nämlich länger als der andere. Jo, nehmen wir mit. Dann planen wir den kurz mal auf die eine Route 11. Du machst gar nichts gerade. Du planst aber, du kriegst aber ein Fahrzeug. Bam. Geplant. Damit haben wir die da. Ja, gut. Ist der Pingpong-Modus überhaupt? Ja, ist er. Gut. Die brauchen wir nicht fahren. Die Route 8 werden wir gleich fahren als erstes. Was ist denn das für eine Route? Eine Stunde 17? Ach, das ist hier Sonnenstein. Brauchen wir gerade nicht. Die haben wir, glaube ich, durchgekaut bis zum geht nicht mehr. 3, 5, die 8 haben wir durchgekaut. Du brauchst nur Steine. Ja, gut, die könnten wir nehmen. Theoretisch. So, dann dürfen wir mal rüber. Eben kurz zur Müllerstraße. Die Müllerstraße ist hier, ne? So, aber den muss jetzt mitgenommen oder? Ich glaube, wir haben am Steuer saßen, müssen wir den mitnehmen, ne? Ne, müssen wir nicht. Doch, haben wir. Du sollst eigentlich auf der ganzen Route unterwegs sein. So, dich war kurz weg. Und in der nächsten Folge einfach mal kurz rüber. Der Urban Way. Ach, warte mal, wir haben noch was, vergessen. Fahrzeugwechsel. MAN. Der Langbus. Wir haben ein bisschen Werbung drauf klatschen. Nein. Anpassen. So, ich gucke halt gerade, aber. Ist egal eigentlich. So, Bus übernehmen. Und annehmen! So. Und liebe Leute, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dieser Strecke.